herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, unserem und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute schmeißen Oliver und ich zu zweit den Laden. Und es ist noch so viel Kuchen da. Ja, es ist noch so viel Kuchen da. Wir schaffen das sicherlich auch zu zweit. Pass auf, Till. Pass mal auf. Es gibt ja Berlin, ne? Dieses Berlin. Ja, dieses große Ding. Und es ist ziemlich groß. Und in Berlin gibt es eine Kulturstaatsministerin, Monika Grütters von der CDU. Und was es noch in Berlin gibt, ist das Berliner Stadtschloss. Oh, das Berliner Stadtschloss. Was ja wieder aufgebaut ein wird. Ein Wunderwerk der Technik. Also man möchte, was ich nie im Podcast sage, aber eigentlich sonst zu jedem, der es hören möchte, ist, was für ein großer Fan der Hohenzollern-Familie ich bin. Das sind so die... Also ich bin also in kaum einem Fall für sippenhaft in irgendeiner Form, ja. Aber die verfickten Hohenzollern, ja. Na gut, lassen wir das. Jedenfalls bauen wir jetzt deren Stadtschloss wieder auf. Ja, das muss aber auch unbedingt sein. Und zwar sagt die Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU, das Schloss, da muss ein Kreuz drauf. Was? Das muss groß und golden sein. Weil... 2020, also in diesem Jahr, soll das wiedererrichtete Berliner Stadtschloss eröffnet werden, inklusive Kuppelkreuz. Nach den kontroversen Debatten der vergangenen Jahre hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters, in Klammern CDU, die Entscheidung für das Kreuz noch einmal verteidigt. Und jetzt sagt sie, für mich hat das Kreuz eine zentrale Bedeutung. Es gehört auf die Kuppel des Schlosses. Dafür werbe ich. Das ist eine super Begründung. Das Kreuz gehöre unstrittig zum historischen Wiederaufbau des Schlosses dazu. Okay, das ist ein Argument, das war da schon immer. Wir bauen dieses Scheißding nach. Also auch in jedem Deshalb Detail. Bauen wir das auch in jedem Detail nach. Ist ein Scheißargument, aber ist ein Argument. Aber jetzt sagt sie was und du sagst mir, was du dazu denkst. Zugleich betonte Grütters, dass das Kuppelkreuz nicht vereinnahmend sein solle. Zitat, es steht dafür, dass wir außereuropäischen Kulturen zum deutschen und europäischen Kulturraum in Beziehung setzen. Das Kreuz sei eine Einladung, die unterschiedlichen Bezüge, Traditionen und Werthorizonte kennenzulernen und auch so einen eigenen Standpunkt zu finden. Früher habe das Kreuz seinen Platz auf einer Kapelle gehabt. Nun werde es über ein Museum für außereuropäische Kunst aufragen. Kann man da noch die ursprüngliche Bedeutung behalten? Meine Antwort ist, selbstverständlich ja. Das Christentum sei eine Religion, die zur Nächstenliebe und Toleranz einlade. Dieser Geist steht dem Humboldt-Forum gewiss nicht entgegen. Oh. Also sollen wir noch mal gucken? Oh. Also das Kreuz. Das Kreuz sei eine Einladung, die unterschiedlichen Bezüge, Traditionen und Werthorizonte kennenzulernen und so auch einen eigenen Standpunkt zu finden. Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, die Frau weiß nicht, was das Kreuz bedeutet. Entweder das oder dieser letzte Halbsatz, den finde ich interessant, um einen eigenen Standpunkt zu finden. Das heißt, wenn man sein eigenes Symbol so groß macht, dass sich alle drumherum drüber aufregen, wird man dazu gezwungen, immer wieder sein eigenes Ding hochzuhalten. Sozusagen im Aufbranden der Anti-Strömung wirst du dann dazu sozusagen gezwungen, dich noch mehr damit zu identifizieren, weil jetzt musst du es hochhalten. Und da wirst du sozusagen du zwingst dich sozusagen selber dazu, diesen Standpunkt total zu vereinnahmen in der Kritik der anderen. Ja, also. Das ist jetzt aber sehr, das hast du also nicht nur dreimal um die Ecke gedacht, sondern das ist jetzt auch sehr freundlich ihr gegenüber. Ne? Nein, das ist so, wie manche Leute sagen, nein, bevor ich nett zu anderen sein kann, muss ich erstmal mich selber lieben. Und das ist irgendwie so, ja, okay. Das ist die beste Entschuldigung, warum ich nicht tolerant bin. Ja, ich bin ein Arsch zu, sagen wir mal, Schwarzen oder anderen Leuten mit anderer Hautfarbe oder gegen Schwule oder irgendwas und sag, nein, nein. Ich kann die noch nicht lieben, weil ich muss erstmal mich selber lieben. Ja, ich habe so viele Probleme mit mir selber. Ich muss erstmal mich selber. Das ist so egoistisch. So ist das mit diesem Kreuz. Ich muss erstmal mein eigenes Kreuz lieben lernen, sozusagen. Und dann und also verstehst du? Macht das irgendwie Sinn? Ja, irgendwie schon. Was du sagst, ist vernichtend ihr gegenüber. Und es ist noch
sehr, sehr zu ihren Gunsten argumentiert. Das ist einfach nur ein dummes Geschwafel. Wir wissen, wenn du so ein Kreuz in, was weiß ich, 8 Meter hohen goldenen Dingern auf ein scheiß Schloss, was ja schon ein Herrschaftssymbol stellt, über einen großen zentralen Platz in der Bundeshauptstadt, ist das ein Dominanzsymbol. Ja, klar. Deshalb wollen die das da haben. Ja. Es geht nur und ausschließlich um das Symbol der Dominanz. So wie, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr ja. könnt austreten, was ihr könnt, ihr könnt hier alle fliehen, Berlin ist eine säkulare Stadt, es interessiert uns nicht, wir dominieren euch trotzdem. Ja. Und dann damit zu argumentieren, das Kreuz sei eine Einladung, die unterschiedlichen Bezüge, Traditionen und Werthorizonte kennenzulernen, ist so, ey, come on, Frau, come on. Nee, das ist einfach. Das ist doch sowas von gelogen. Ja, das ist also nicht rechtschaffen. Nee, das ist. Hier die Kollegen vom Ketzer-Podcast würden sagen, intellektuell unredlich. Ja, richtig, das würde ich aber auch sagen. Auf jeden Fall. Also, und vor allem, das ist das Humboldt-Forum da drin, ne? Und der Humboldt, der würde sich ja im Grabe umdrehen, wenn jetzt da diese Kirche auf ihm thront. Der war doch. Ich meine, der wollte doch. Es regt mich auf. Ja, und jetzt geht das Geld hier auch noch. Es kommt ein Bild von ihr. Toll, großartig. Ach so, das ist katholisch.de, der Artikel, den ich eben vorgelesen habe. Katholisch.de ist ein steter Quell der Freude. Ja. Da geht hier noch ein Absatz weiter und dann dreht sie die Argumentation von eben um. In der Hoffnung, also das war jetzt ein Interview, das war aus einem anderen Interview, was sie gegeben hat. Mhm. Und jetzt sagt sie auch noch, die aktuelle Situation der katholischen Kirche bezeichnete Grütters, in Klammern CDU, die selbst katholisch ist, als schmerzlich und bedrohlich. Für sie sei die Zukunft der Kirche und des kirchlichen Lebens keine akademische Frage, sondern eine sehr persönliche. Ah. Mhm. Es geht also nicht darum, dass es eine Einladung zur Toleranz ist oder sowas, sondern es geht darum, dass sie da ein Kreuz hin haben will, weil ja, sie genau. erzkatholisch ist. Ja, die will das einfach. Die ist überzeugte Katholikin und ihre Religion ist die einzige, die zählt, deshalb muss das Ding dahin, bumm. Und jetzt ist es schon mal an einer guten Stelle, wo man was bestimmen kann, also wird das jetzt so gemacht. Genau. Ja, traurig, ne? Von wegen säkularer Staat. Ja. Also ich könnte jetzt 2 Stunden über dieses Schloss reden. Ja, wollte ich gerade sagen, das Schloss ist sowieso so ärgerlich. Alles, was ich darüber lese, ist so ärgerlich. Und jetzt auch noch das. Das ist, also da kann man nur hoffen, dass irgendeine Aktionsgruppe da einen fetten Müllsack drüber stülpt, irgendwie in irgendeiner Nacht. Ja, oder du machst noch einen Halbmond daneben. Und oder mit Spaghetti bewerfen. Oder was auch immer. Mit also, Spaghetti dass, drüber hängen. Wenn sie das schon wollen, dass sie da international, was war das hier, dass man sich hier mit allen möglichen Sachen beschäftigt und Kulturen und sowas, neue Werthorizonte und Traditionen, dann stellt halt einen Davidstern daneben und stellt einen Halbmond daneben. Und Buddha, ja. Buddha und einen Shiva und eine Statue von Richard Dawkins und was auch immer, ja. Ja, und Waldgeist. Dann wäre das so. Dann wäre das so. Ja, dann, aber dann aber das können wir das auch jetzt ja nun doch nicht machen. Ja, natürlich. Ja, ja, ja genau, natürlich. Genau. Aber das können wir ja nun doch nicht machen. Nee. Aber ja, so weit geht wo ja kommen wir denn dahin? Schließlich ist sie ja überzeugte Katholikin. Und weil die katholische Kirche in Not ist, muss sie ihr helfen, indem sie mich, dieses Ding aufstellt. Was ist denn mit den Berlinern los? Ich meine, ich habe die Berliner gar nicht so irgendwie. Das haben die Berliner nicht. Das haben die. Ich bin über. Das ist doch so eine Stiftung. Das ist eine Bundesstiftung. Ja, aber kann man nicht trotzdem da hingehen und protestieren als wenn Berliner? Wenn du in der CDU bist. Ja, ja, nee, diese Frau natürlich nicht, aber ich meine, so die Leute, die in Berlin wohnen, die sind doch jung und dynamisch und da kommen Startups und alle möglichen Leute her. Regt sich da keiner drüber auf oder sind die Mieten da so hoch, dass man so viel arbeiten muss, dass man nicht drüber nachdenken kann? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die aus Berlin kommt, was haltet ihr denn von der Sache? Werft mal ein Ei! Nein. Nein, werft kein Ei. Sieh zu, dass die Frau Monika Grütters in Klammern CDU da wegkommt. Ja, wählt die auf keinen Fall. Buh! Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge. Man glaubt es nicht. Euer Podcast über Religion und andere Esoterik. Und wie immer würden wir euch bitten, Lob, Hinweise und vor allem Kritik auf manglaubtesnicht.wordpress.com zu hinterlassen. Denn das interessiert uns sehr, was ihr uns zu sagen habt. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bitte, wenn ihr Bock habt, empfehlt uns weiter. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Smoking on the fence, but I'm a grown-up man.